herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir stehen in meiner Halle. Ich konnte auch schon fliegen lernen. Wie ihr seht, es ist kein Auflieger dran. Und das hat auch einen Grund. Und zwar erkläre ich euch das jetzt. Ich habe ja letzte Woche die Tour nach Koblenz gemacht. In der Zwischenzeit können wir schon mal vorglühen. Hab ja den Marius hier abgesetzt. Wie ihr seht, ich bin wieder alleine unterwegs. Und nein, wir fahren nicht weiter in der Doppelbesatzung. Es gibt jede Menge Geld dafür. Ja, man kann nämlich richtig Kilometer reisen. Aber nee, möchte ich nicht. Mein Auflieger bleibt hier stehen. Und zwar der folgende Hintergrund ist, Linda hat angefragt, ob wir einen Trailer für die ziehen können. Der steht also schon beladen bei Linde. Das ist nicht der Bankenüberfall. Und die haben die schon geladen auf ihrem Auflieger, auf ihrem eigenen Auflieger. Der sollte eigentlich fertig sein. Ja, du kannst gleich mal bremsen. Und ja, was ich sagen kann, ist, es geht zu zwei Abladestellen heute. Wir sind also innerdeutsch unterwegs. Und zwar geht's für uns nach Hamburg mit einem Zwischenstopp nach Hannover. Das heißt, wir haben drei so Stapler, diese normalen kleinen Stapler geladen oder sind geladen. Sie sind am Ziel angekommen. Jojo. Moin, Auflieger für Hannover und Hamburg. Fertig und da hinten muss ich dann aber nachher noch die Papiere holen, ne? Okay. Gut. Na ja, auf geht's. Aha. Der rote hier. Der liegt aber in der Mitte tief, damit seiner. Und das mal gut geht. Na gut. Weil dann sitzt jetzt. Ich könnte jetzt sagen, es sind Meilenauflieger, aber der Unterfahrschutz hängt schon ziemlich tief. Wer natürlich die Kollegen mal verfolgt hat, der weiß, welcher Trailer das ist. Das ist der von HRS Mod, also Wolli und Harald. Das ist herrlich, wenn du nicht piepst.
Gut, dran ist er. Ja, springen wir kurz raus. Können wir ausmachen. Ich muss ja eh noch rein Papier holen. So, dann gehen wir mal gerade rum. Drehen wir mal das Kurbelchen. Dass der Keil so drin verschwindet. Gucken wir gerade mal. Ja gut, die Schläuche sind dran. Gut, dann gehe ich gerade rein und die Papiere holen und die Synchro ist auch mal wieder perfekt heute. Ich merke es schon. Danach gucken wir mal gerade, was Licht und alles so sagt und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich wollte jetzt eigentlich was sagen. Wir werfen ihn mal an. Machen nochmal Licht alles an. Schauen wir mal, es funktioniert. Nach linker gehen, Fernlicht geht. Da geht alles soweit. Ja, wunderbar. Wir gehen mal kurz nach ganz hinten. So, kann ich nicht sehen. Wenn es nicht geht, da sieht man auch, geht. Da geht's auch. Das geht auch. Das auch alles, dann würde ich sagen, wir hocken uns rein und gucken, dass wir hier wegkommen. Dann können wir ausmachen. Licht brauchen wir regulär auch keins, ist nämlich hell. Wir werfen mal kurz einen Blick auf die Karte. Hier in Köln sind wir, Linde. Es geht nach Hannover. Und von da aus dann nach Hamburg. Wenn ich mich nicht irre, ist da auch der Herr Bollemann zu Hause. Vielleicht bleiben wir einfach da mal kurz stehen und gucken, ob wir einen Kaffee absahnen können. Fenster zu. Radio will ich auch. So. Ja, wie gesagt, ich hätte die Stapler nicht laden können. Die wären ein bisschen zu hoch gewesen für meinen Auflieger und ich habe so einen Auflieger nicht dabei. Ich schalte euch aber mal mit dazu. Moin, hier sind wir. Hier bleiben wir. Immer noch immer was ein bisschen mit dem Hals zu kämpfen. Hier ist schlimm. Jo, wenn die mich mal hier rauslassen würden, wäre ja noch besser, ne? Von Kreuzung freilassen, habt ihr noch nie was gehört, ne?
So. Schwer können die nicht sein. Robert hat so einen Stapler. 4 Tonnen. Irgendwas so um den Dreh. Ein bisschen langsam machen. Ja. Viel erzählen werde ich euch wahrscheinlich nicht können, weil... Oh. Was stimmt denn hier nicht? Wieso wirft er so den Anker? Holla die Waldfee. Müssen wir hier nicht rumjagen wie verrückt, obwohl wir ja keine Zeit haben. Oh, irgendwas stimmt da hier mit der Bremse nicht. Ich glaube, da muss ich doch mal nachgucken. Mhm. Ich muss da sowieso links rüber. Das hier ist ein vorproduziertes Video. Muss ich jetzt dabei sein. Deshalb. Ich weiß, wo einige Kollegen unterwegs sind. Wie Hermi, der ist auf der Polen Rebuilding unterwegs. Der hat, glaube ich, in Landsberg geladen und ist von da aus weiter hoch Richtung Russland. Wenn ich mich nicht irre. Ach, das ist ja eine Kurverei hier. Da kann man nur eine Niederlassung in Köln haben. Kann ich gar nicht verstehen. Jan, der ist rauf in... nach Schweden. Ja, was habe ich noch? Balmi hängt noch irgendwo in Spanien rum, ist aber auch jetzt, glaube ich, Richtung Frankreich. Hintergrund ist halt eben, es macht ja keinen Sinn, wenn ich das jetzt alles erzähle, weil es ist ja eigentlich schon veraltet. MBT, Virtual Truckers, Jeffrey, ich hab's mir gemerkt, der ist unterwegs nach England. Der hat also in Spanien, anstatt die französische, nach Frankreich, hat er in Spanien eine Fähre bekommen für nach England hin. Was macht ihr denn da? Warum fahrt ihr 60? Bis 80 mindestens. Ja, wie gesagt, also so sieht's aus. Ich bin mal gerade am gucken. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Auto wird ein bisschen warm.
Ja, geht dann auch so. Und ich, dass ich die Folge, dass die jetzt schon gedreht wird, ist halt eben, ich fahre ja wirklich nach Hamburg. Ich werde mich also eine Woche in Hamburg vergnügen. In Hamburg und Lübeck. Bei Dortmund Unna. Dortmund Unna. Warum fahren wir hier lang? Paderborn, Soest, ja. Da sind sie wieder. 37 FPS. Es ist im Moment einfach unverständlich. Wir können machen, was wir wollen. Es läuft einfach nicht flüssig. Ist dreispurig. Kamener Kreuz. Hinten eine gelenkte Achse. Muss man ein bisschen aufpassen. Könnte sein, dass er ein bisschen enger zieht. So, mach aus dem Kohl, aus der Kurve ein Kürfchen. Übrigens, es hat sich ein bisschen was verändert hier. Ich habe jetzt hier eine GoPro stehen. Und habe auch ein bisschen mein Interieur wieder angepasst. Decke gewechselt, Kissen. Bis dahin muss ja auch mal gewaschen werden. Das heißt, das Interieur-Add-on von Wolli ist auch mit am Start. In dem Falle Grüße gehen raus. Wolli hat übrigens auch eine neue Folge rausgebracht. Ich habe sie vor 5 Minuten, habe ich da eine Mitteilung bekommen. Ah, da ist was Neues raus. Räder. Hab natürlich auch noch nicht reingeguckt. Ist, ja. Ist schwierig. Wie gesagt, ein Stapler geht nach Hannover, die anderen beiden gehen rauf nach Hamburg. Bevor jetzt irgendwelche Fragen kommen, es gibt immer noch keine Möglichkeit, praktisch Stückgut-Touren zu fahren. Wäre auch interessant. Das hier, was ich jetzt hier gerade fahre, Hannover-Hamburg, das war früher mal so die meiste, neben direkt Hamburg und alles, was so oberhalb von Hamburg war, war meine Tour, die ich damals gefahren bin. Aber meistens bin ich nach Hannover gefahren und von da aus dann nach Hamburg. Stellenweise nicht auf dem direkten Weg. Es gab dann meistens immer noch so einen leichten Bogen. Man ist dann noch bis Braunschweig oder sowas gefahren. Also ich war also auch in Wolfsburg, Braunschweig. Und dann rauf von Braunschweig aus nach Lüneburg. Bad Oeynhausen.
fahrzeittechnisch kommt das alles ziemlich gut hin. Wir landen irgendwo bei 8,5 Stunden. Muss mal gerade mein Köpfchen ruhig stellen. Ich muss nämlich gerade was gucken. Ja, passt. Ja, wie gesagt, das ist halt eben so die Strecken, die ich früher gefahren bin. Aha. War die schon vorher da? Ich habe installiert die ProMods, Postmap und die Polen Rebuilding. Ich bin mal gespannt, wenn wir nachher irgendwo in die Stadt reinrauschen. Diese Ruckler sind immer noch da. Da bin ich also gar nicht. Ja. Hier an der Stelle hat mich mein Chef mal früher erschrocken. Das war meine erste Tour, die ich gefahren bin. Oder der Bruder von meinem Chef damals, der hat dann auf dem Beifahrersitz gesessen. Wir sind dann Richtung Hannover gefahren. Und da geht es ja wirklich diesen Berg so hoch vor Bielefeld. Und war dann einer, der ist dann was langsamer geworden. Ich habe den Blinker gesetzt, wollte gerade rausziehen und er brüllt mich dann: "Ah, was machst du da?" Ja, vor lauter Schreck hat mich dann gebremst und ich sagte: "Junge, ich wollte gerade überholen." Der war der Meinung, wir rasseln da drauf. Der war nämlich so halb am Duseln, da Augen verdreht, halb acht. Ne? Ach, wir sind ja schon. Hannover Herrenhausen. Der Trailer ist schon genial. Der fällt mir richtig. Also da hat sich hier ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auf der linken Seite Conti. Ich weiß gar nicht. Ja, ich zeige mal links. Ich bin mich jetzt gerade im Überlegen. Ich zeige ja darüber. Nee, ich zeig nach rechts, das ist also dahin. Auf der Seite ist Conti. Balsen ist auch hier. Die haben nämlich diesen Keks da mit diesen 52 Ecken, der da, glaube ich, geklaut worden ist. Der spurlos verschwunden ist. Der hing nämlich da. Irgendwie. Möchte ich gerne an meine Tasse ran. Entschuldigung. Ja, da vorne müssen wir hin. Nein, wir müssen da hin. Zu Fiege müssen wir.
Junge, 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 Navi. Ich hab dir doch die Adresse richtig eingegeben. Da müssen wir hin. Zu dem da. Ja, wir sind am Ziel angekommen, dass du das nicht. Okay, lass uns eine neue Route finden. So. Ich stelle mich mal hier hin. Wenn, dann müssen die ja sowieso hinten abgeladen werden. Und die haben ja diese. Da hat ja diese Rampe dran. Ich würde sagen, ich schupfe mal schnell rein und dann melde ich mich gleich wieder, wenn es dann weitergeht nach Hamburg. Also, bis gleich. So, zu haben wir die Kiste. Weiter geht's. Oh, ich laufe wieder auf die Knie. So, ein Stapler sind wir losgeworden. Jetzt geht's nach Hamburg. Und da werden wir dann auf Feierabend machen. Oh. Wir können jetzt hier rechts fahren. Ich nehme euch auch wieder mit dazu. Da sind wir. So. Ich habe ja gerade eben nicht alle einfach erwähnt. Alle, die ich ja nicht erwähnt habe. Ich grüße euch alle. Grüße gehen raus. Da ist Chris Blindford, Jan Bollemann, Hermi, Raimi, Stefan. Jeffrey, Sven. Naja, derjenige, der. Der Edi. Ich muss mal gerade gucken. So, ist der nicht. Wir können auf der linken Seite bleiben. Eigentlich. Ich glaube, ich muss doch nach rechts. Dortmund, Kassel. Ich will nicht nach Dortmund, ich will nicht nach Kassel. Nach Kassel schon mal gar nicht. Oh. Also entweder wirft der Anhänger den Anker so dermaßen hier. Ich weiß nicht. Ich muss übrigens jetzt mal gucken. Der Auflieger muss ja wieder runter nach, also runter nach Köln. Ich muss da mal gucken, was sich da so anbietet. Weil so Palettenwaren hier drauf ist natürlich so eine Sache, ne? Geht nämlich jetzt direkt, ja, geht über die 7. Eigentlich sind wir jetzt so in einem L gefahren und fahren jetzt so wieder hoch. Früher war ich auch hier meistens in Hannover die erste Hälfte schon los und hatte dann in Hamburg noch 2 oder 3 Kunden, die ich dann bedienen musste. Oh, sind ein bisschen zu schnell. Wir fahren nur 85.
ist natürlich, ja. Hoppla. Jo. Was ich wohl weiß, Jan ist ja nach Schweden rauf, aber er hat diesmal keinen lila verpackten Stein mit. Walsrode. Verbindung nach Bremen. Bin ich auch viel gefahren. Hier hat mal einer fertig gebracht, der hat mich angerufen. Ich stand hier in der Vollsperrung, war gerade da dran vorbei und danach blieben die stehen. Feierabend. Und dann hat man mich angerufen, ja, wo sind wir denn jetzt? Ich habe dann geantwortet, ja, ich sitze hier hinterm Lenkrad und guck mir die Leute, die vor mir stehen, an. Die fand das nicht lustig. Ich habe dann auch gesagt, aber ich würde ja gerne schneller sein, aber ich habe den Leuten ja jedem schon 5 Mark angeboten und sie mich vorlassen, aber wollten sie auch nicht. Fand derjenige nicht toll. Die fühlte sich, derjenige fühlte sich ein bisschen veräpfelt. Sorry. Die Frage, wo sind wir denn? Ja, ich bin hinterm Lenkrad. Ich fahre mein Bett spazieren. Viel schlimmer. Ist eigentlich eine schöne, angenehme Strecke hier zu fahren. Also, dass ich hier Stau hatte, das war also doch schon selten. Maschener Kreuz. Mach ich doch glatt. Eigentlich Hamburg, da müssten die wesentlich mehr dran machen. Da müsste wesentlich mehr Aktionsmöglichkeiten sein in Hamburg, weil Hamburg ist ja riesig. Lüneburg, Lüneburg, da war ich auch viel. Armaturenbretter geladen. War ganz schwer. Ganze Auto voll. Mit 2, 4, 6, 8, 16 Gestellen. Gesamtgewicht 3 Tonnen. Boah, schon geil, ne? Jeder Berg, der war mir. Wo andere dann hochgekrochen sind, ob die an den vorbeigeflogen. Hier kommt ein Krawattentracker. Niedersachsen. Bildstedt. Ja, können wir machen.
16 Uhr. Passt. Passt. Ich war jetzt gerade im Überlegen. Ich bin früher gefahren, also von mir zu Hause aus bis nach Hannover 4,5 Stunden. Es kommt hin. Morfleet. Junge. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen langsam unterwegs. Biege nach rechts ab. GVZ. Ja, warum? War doch noch gelb. Ach, die standen an der Ecke. Gut, ich bin ja auch nie um morgens um 8 losgefahren. Ich bin ja schon sonntagsabends um 10 losgedüst. Weil in Hannover war meistens Nachtentladung. Zentrum, Hafen. Gerade ein bisschen irritiert haben die. Haben die hier ein bisschen was dran gemacht? Ich glaube nicht, ne? Ich finde ja lustig, wie die Pfeile hier verschwinden. Nö. Ich bin jetzt wirklich am Überlegen. Da hinten, das macht schon einen wieder. Das wäre zum Beispiel was, wo ich jetzt ganz ehrlich sagen würde, das fehlt hier, dieses Container Terminal. Komm, der Justin. Jetzt hat mich keiner gesehen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt dahin. Dann werde ich nachher mal mit Linde telefonieren. Ob ich den Trailer wieder runterbringen soll oder ob der hier bleibt. Muss ich dann gucken. Ach, schau mal an.
ist rechts ab. Ja gut, dann machen wir das auch. Biege nach rechts ab. Wir sind fertig. Das ist wieder so ein bisschen was, wo ich ganz ehrlich sagen muss. Das wird spaßig, das wird spaßig. Ihr habt nämlich gesehen, die haben schon die Warnbarken dahin gestellt. Da sollen wir rein. Ich bin da mal gespannt. Ich garantiere euch, ich kann wahrscheinlich danach wieder da wegziehen, weil wir können sie nicht abladen. Aber machen wir einfach so. Jetzt muss ich mich ein bisschen umgewöhnen. Wie gesagt, der hat ja die gelenkte Achse. Schauen wir mal, ob wir das Ding noch richtig da rankriegen. Ich stehe ein bisschen zu weit rüber, aber nur ein kleines bisschen. Das stellen wir jetzt richtig hin. Das ist mein zeitiger Feierabend, 16.30 Uhr passt doch. Gut, unsere Folge endet trotzdem hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Damit ihr mitbekommt, wann die nächste Folge online ist, aktiviert die Glocke. Oder abonniert die Glocke und ja, ihr wisst schon. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich sage dann mal ganz einfach, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Michael.